Willkommen zurück, mein Lieben, bei Hollow Knight. Wir sind nochmal bei ihr. Ich habe den Screen am Ende der letzten Episode verlassen, bin wieder reingekommen. Jetzt ist sie wieder da. Mal schauen, ob sie einen neuen Dialog hat. Ah, es kehrt zurück. Ich entschuldige mich für vorhin. Nicht wichtig, nicht wichtig. Mein Appetit überkommt mich manchmal. Für den Moment bin ich zufrieden. Möchtest du mehr über mich erfahren? Viel gibt es nicht zu sagen. Ich bin ein Diener des Nests. Obwohl nicht viel in diesen Zeiten meine Dienste benötigen. Unsere Brut fiel in der Seuche des Geistes zum Opfer. Ein trauriger Untergang einer intelligenten Gattung. Aber, ich habe gegessen, ja, ich bin satt. Andererseits würde ich mich ein kleiner weiterer Leckerbissen doch sehr glücklich machen. Das perfekte Ende einer Mahlzeit. Wetten Sie, greifen Sie es wieder an? Und weg ist sie. Okay, wir verlassen den Screen jetzt nochmal und kommen nochmal rein. Vielleicht hat sie einen neuen Dialog. So, hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Hi. Mein Schatz, du bist so gütig, dass du dich erneut um mein Wohlergehen kümmerst. Ich bin immer ein guter Gastgeber. Ich weiß nicht, warum ich nicht mehr Besuch bekomme. Vielleicht, weil du immer probierst, sie zu fressen? Das wäre vielleicht eine Erklärung, oder? Ein kleiner Bissen stört dich sicher nicht, oder? Vielleicht nur ein Beinchen. Ein voller Bauch ist der beste Weg zum Glück. Und weg ist sie wieder. Okay, ich denke, wir machen das jetzt noch ein paar Mal, bis sie sich wiederholt. Ich denke mal, das wird schon jetzt sein, aber, ne? Muss man ja ausprobieren. So, einen kleinen erstmal wegmachen. Okay. Vielleicht ist sie einfach nur dazu da, damit wir Selbstmord machen können. Wobei, das sind auch die Spikes. Okay, sie versucht immer wieder nach uns zu schnappen. Vielleicht sollten wir das zulassen. Na komm. Nee, sie tötet uns, glaube ich, oder? Und jetzt ist sie wieder ganz weg. Okay, nee, ich glaube, die ist, die ist nicht so freundlich. Oh, Moment mal, das... Ja, genau. Dich hatte ich noch im Kopf, weil du hast mir beim letzten Mal... So, rennen wir mal hier rüber. Oh. Okay. Yikes. Und wir sind tot. Okay, so könnten wir theoretisch wieder hoch. Wir werden das irgendwann dann auch mal probieren. Karte wurde aktualisiert. Okay, ja, das scheint dann einfach hier wieder quasi zu loopen. Ich denke mal, wir sollten das zu Ende erkunden. So, reisen ins entfernte Dorf. Ist ein bisschen mühsam, weil wir... Ich weiß nicht, warum sie da die Bank kaputt gemacht haben. Das macht keinen Sinn. Ist einfach nur nervig. Der Aufzug ist auch kaputt. Oder sollen wir... Lass uns erstmal... Ich meine, wir brauchen das Geo, das da drin ist. Brauchen wir nicht. Vielleicht können wir das Ganze zum Leben erwecken, indem wir, was auch immer hier in dieser Tür ist, besiegen. Aha. Okay, wir haben eine Bank. Das ist schon mal gut. Aber vielleicht hätte ich zuerst mit denen sprechen sollen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh oh. Das ist, hört sich nicht gut an. Ich glaube, wir sind da in eine Falle getappt. Die Bank war ein Bait. Oh. Na, was kommt jetzt? Bau der Bestie. Okay, die Frage ist, wenn wir sterben, wo respawnen wir? Ich spiele jetzt nicht so eine Rolle, weil wir... Da unten ist etwas.
Weil wir sowieso nicht viel Geos hatten. Ein Siegel. Moment, war hier nicht irgendwo am Boden was? Nee. Okay. Nee, da kommen wir nicht durch. Lassen wir den Jungen... Oh, zufrieden. Ja, es ist ein bisschen dunkel hier. Als ich nach unten geguckt habe, habe ich auch nicht gesehen, was da genau war. Das hätte durchaus auch ein Spike Pit sein können. Hatten jetzt ein bisschen Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob das Ganze überhaupt auf unserer Map ist. Okay, das ist auch ein Dead End. Hier kommen wir auch nicht weiter. War das hier der Start? Ne, das hier war der Start, ne? Wir sind nicht auf der Map. Doch, naja, wir sind hier. Wir werden da angezeigt. Tja, okay, irgendwo muss es weitergehen. Wie kriegen wir den... Oder hier unten war nichts mehr. Haben wir alles abgesucht. Von dem her übersehen wir irgendwo was. Abgesehen von dem Typen ist alles, soweit ich das beurteilen kann, dead end. Ich glaube nicht, dass ich es töte. Vielleicht muss ich sterben? Wobei eigentlich... Können wir was probieren? Nein, nicht das. Auch nicht das. Ich wollte eigentlich den hier probieren. Hat aber keinen Effekt gehabt. Okay, ich komme hier nicht durch. Schauen wir mal, wo wir rauskommen, wenn wir sterben. Ich bin gespannt. Okay, wir sind wieder hier. Das bedeutet, es muss einen Ausweg hier geben. Die Frage ist, wo? Irgendwas, das brüchig ist, wo man eine Plunge Attack durchmachen kann. Wissen wir etwas über... Wir haben ja hier unser tolles Journal. Galien. Wissen wir etwas über... die Dinge, die da den Weg blockieren? Ich glaube nicht. Oh, ich habe nur ein HP. Warum habe ich nur ein... Ich bin mit einem HP gespawnt. Okay, irgendwas... Irgendwas übersehen wir hier. Ich weiß nicht, was es ist. Da oben ist irgendetwas. Also... Aber ich... Ich komme nirgendwo hoch. Auch da nicht. Hier unten war auch nichts mehr. Die Map ist leider auch nicht sonderlich hilfreich. Ich kann hier wieder hoch. Das bringt mir aber rein gar nichts, weil das der Startpunkt ist. Heilen kann ich mich auch nicht. Ich kann so einen Slash machen.
Und das war's dann aber auch schon. Respawn ich jetzt immer mit einem HP? Tatsache, okay. Wir respawnen immer mit einem HP. Also, was übersehen wir hier? Muss irgendetwas wahrscheinlich Triviales sein. Haben wir irgendwelche Fähigkeiten, die uns weiterhelfen könnten? Rachegeist glaube ich nicht. Schattensturz habe ich nichts gesehen. Heulende Geister. Die Geister benötigen Seele für den Schlaggegner, um Seele zu sammeln. Was war das nochmal? Drücke kurz B und oben. Okay. Spannend. Autsch. Und da sind wir wieder tot. Das Spiel gibt mir echt nicht viele Optionen hier. So, da ist unser Geist. Mit einem HP müssen wir hier irgendwie rauskommen. Ich meine, ich vermute mal, dass rauskommen... Oh, ist hier was? Nee. Wenn man den Weg findet, ist das Rauskommen wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr so schwierig. Die habe ich wieder vergessen. Ei. Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen eine tote Episode. Tut mir leid. Ich stehe auf dem Schlauch. Kann sein, dass ich was... dass ich was ganz Einfaches übersehe. Aber... ich weiß nicht, was es ist. So. Diesmal nicht, Freunde. Ich kriege Seele. Wir wissen nicht, ob das irgendwie... ob mit dem können wir keine Öffnungen machen, ne? Das von dem bringt uns das eher nichts. Mächtiger Hieb, Sprinthieb... Wirbelhieb, das ist alles, glaube ich, nicht so super sinnvoll. Eleganter Schlüssel, wofür war der nochmal? Bahnkarte. Ich weiß es nicht. Wir sind im Bau der Bestie. Eventuell muss ich online nachgucken. Weil an dem Ding Vieh kommen wir nicht vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir dem Schaden zufügen können. Und von hinten kommen wir nicht an den ran, nicht wahr? Da würde es weiter hochgehen, wo der ist. Was wir probieren könnten... okay, das hat nichts gebracht. Das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Ich fische im Trüben. Das hat ordentlich Wumms gemacht. Hat aber im Endeffekt auch nicht wirklich was gebracht. Oh, Moment mal. Der hier kriegt... der ist hochgekrochen. Ob das was zu bedeuten hat? Wahrscheinlich nicht. Okay, wisst ihr was? Lassen wir... okay, jetzt kommen sie beide hierher. Man kann hier Geo farmen. Das ist aber allerdings nicht unbedingt meine Absicht. An dem komme ich nicht vorbei. Wir haben keine Bank, wir können also nicht die Talismane wechseln. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Oder können.
Unsere Optionen sind extrem limitiert. Das Gebiet, wo wir uns bewegen können, ist super klein. Tja, ich würde sagen, wir pausieren hier kurz, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Und ich werde online nachgucken, wie wir hier wieder rauskommen. Okay, da sind wir wieder. Ich weiß ja immer noch nicht genau, wie wir rauskommen, aber ich habe herausgefunden, wie wir diesem Ding hier Schaden zufügen können. Und zwar einfach einmal zuhauen. Und dann geht das einigermaßen. Ich weiß nicht, wie viel es aushält. Wahrscheinlich zu viel. Au! Ich muss aufpassen, dass ich nicht hier reinrenne. Aber ja, so machen wir zumindest Schaden. Und früher oder später wird es wohl sterben. Ich vermute mal, das ist unser Weg hier raus. Das Problem ist, wir haben halt 1 HP. Das ist unschön. Na komm. So, geht wieder zurück. Bisschen geduldig sein. Und runter. Ich weiß nicht, wie viele Schläge wir brauchen. Wahrscheinlich irgendwie 10 oder so. Okay, wir haben's. Wir haben auch einen lauernden Anbeter. Verehren Hera die Bestie. Beschützen sie mit harten, gepanzerten Klauen und schlagen dann plötzlich zu, um ihre Beute niederzuschlagen. 14 mehr müssten wir besiegen. Okay, ich hoffe, wir kriegen irgendwie einen Shortcut oder so, dass wir dieses Ding nicht immer wieder besiegen müssen. Und ich hoffe, dass es nicht noch mehr von denen jetzt hier in unserem Weg gibt. Okay, gut. Das ist tatsächlich ein Shortcut. Was ist das für ein Ding wieder? Wir kommen hier nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier mal weitergehen. Oh, du bist einer von den Spuckern. Halten zum Glück nur 2 Schläge aus. Okay, aufgepasst. Oh. Warten wir, bis er wiederkommt. Und dann habe ich ihn. Ja, da ist wieder einer von den Spucker-Typis. Okay. Gut gebaitet. Würde ich sagen. Oh. Shortcut. Okay. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Hier sind noch ein paar Geonester. Und irgend so ein ranziges Ei-Gedöns. Hurra, von denen haben wir ja nicht schon 1000. Okay, und dann wahrscheinlich weiter hier hoch. Oh, okay. Das ist ein Spike Pit. Ein HP ist halt echt unangenehm. Ich höre irgendwas rumsäuseln. Ich glaube, wir müssen hier runter. Oh, eine Raupe. So, hier links wird es wahrscheinlich auch wieder einbrechen. Das sieht für mich so ein bisschen danach aus. Komm ganz runter. Na? Ja. Okay, wir können da nach oben. Da ist wieder einer von denen.
Muss nicht sein. Okay, wir haben wohl keine andere Wahl. Na, vielleicht doch. Okay, kommen wir hier wieder hoch, wenn ich da runter gehe? Sieht so aus. Vielleicht kriegen wir einen Shortcut. Da ist wieder so einer. Ha. Das Ding ist ein riesiges Labyrinth. Ist das das Exit? Nee. Oh. Da ist wieder irgendwas. Hey, eine richtige Bank. Nice. Okay. Schade, ich hätte gerne mit den Typen geredet. Kommen wir hier wieder raus? Wir sind noch nicht fertig hier. Aber es ist gut zu wissen. Ich glaube, das ist dann wohl das Exit. Na komm. Lass mich. Okay, nochmal. 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 Ich meine, jetzt haben wir mehr HP, von dem her, wir können es uns leisten, wenn er uns einmal treffen würde. Was für ist das Ding? Scheint absolut solide zu sein. Ha. Sehr mysteriös. Hier haben wir ein Geonest. Es gab aber noch... Genau, hier gucken wir auch noch hoch. Ich glaube, da waren wir auch noch mal nicht. Grüß dich. Na komm. Ich glaube, 6 Schläge oder so brauchen wir für die. Definitiv sehr ätzende Gegner. Ja, dann geht er wieder zurück. Das ist eine Gewöhnungssache, glaube ich. Die gehen eigentlich, wenn... was ist das? Okay, da geht's weiter. Betrachten wir zuerst. Eine schlafende Gestalt liegt auf dem Steinsockel. Okay. Das sind diese Traumdinger, oder? Können wir irgendwas... machen? Okay, wir sind wieder in irgendeinem Traum. Diese Bubble. Die sind irgendwie immer... Die kommen immer bei diesen Sachen, wo man irgendwie mit einem Traum interagieren kann. Okay, einfach so. Kann ich einen Traumnagel verwenden? Gebunden für Brut, für Kind. Gerechter Handel geschlossen. Alles geben. Für sie. Okay. Na komm. Das war aber jetzt nicht die Bestie, weil das Ding hat jetzt auch 6 Augen. Okay. Fokus halten. Wir absorbieren die Seele. Ich hätte eigentlich schon einen Bossfight erwartet noch. Es wäre ein bisschen enttäuschend, wenn jetzt da kein Bossfight kommt. Wenn wir das Ding einfach für lau kriegen. Achievement unlocked, Beast. Okay. Ne, dann haben wir das tatsächlich schon. Ha. Da fehlt nur noch das Letzte.
dass in der Stadt der Tränen. Oh. Ja, genau. Hier waren wir auch schon. Das haben wir gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück nach unten. Hier wollte ich auch nochmal rein. Ne, Moment. Hier wollte ich nicht rein. Warum bist du respawned? Na komm. Ja, man hat genug Zeit, um zu reagieren. Noch einmal. Okay, gute Sache. Was mit dem Ding hier? Das ist auch sehr... Ne, Moment mal. Wie ging der Angriff? Das hier will ich machen. Kurz B und hoch. Okay, das hat nichts gebracht. Traumnagel? Nee. Okay, wir wissen nicht, was das ist. Ich kann es nicht kaputt machen. Vielleicht kommen wir hier nochmal zurück. Ansonsten... schade, ich hätte gern mit den Typen geredet. Hat sich jetzt draußen was verändert? Ne, ist immer noch Spinnweben überall. Oh. Ups. Ja, das war nicht so schlau. Wir kommen hier wieder... Also, es gibt eine Möglichkeit, hier wieder hochzukommen. Bist du jetzt vielleicht ein bisschen netter zu uns? Nein. Okay, wir werden immer noch gefressen. Oh. So, nehmen wir, machen wir den mal weg. Und hier ist einer von euch. Dann wissen wir jetzt eigentlich, wie wir die... Was? Ich denke, ich mach den weg. Weil wir wissen jetzt, wie das geht. Haben wir gelernt. Sie sind nämlich nicht so schwierig, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Na, okay. Und dann müssten wir hier... Okay, das Ding lebt immer noch. Oh. Kommst du runter? Kommst du? Fantastisch. Und dann sind wir jetzt wieder... Ah! Darf ich auf die Map gucken, bitte? Ich weiß nicht, ob wir hier direkt schon waren, aber auf jeden Fall waren wir weiter oben schon. Oh. Ja, ich denke mal, hier waren wir auch schon. Können wir hier was machen? Nee. Und hier geht's wieder in den Hauptraum. Genau. Fantastisch. Hier wollte ich reingehen. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier was getan habe. Okay, das hat auch nichts gebracht. Ein Versuch war es wert. Ist hier, hat sich hier irgendwas verändert jetzt? Sind die Typen wieder? Nee, sind sie nicht. Okay, gut, dann werden wir aber mal kurz rasten. Weil, warum nicht? Das Icon auf der Map ist weg, nehme ich an, oder?
Ist es. Okay, das bedeutet so für mich gerade ein bisschen, wir haben hier alles getan, was getan werden muss. Wir kommen relativ schnell wieder hin, falls wir das müssten, mit der Hirschkäferstation. Das heißt, hier war, glaube ich, ein schwarzes Ding. Ich denke, wir gehen mal ins uralte Becken runter in der nächsten Episode. Aber für den Moment war es das erstmal. Ich mache mich auf den Rückweg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und auf geht's.